Ja, wir sind jetzt hier in Kleinfischlinge auf der Gemarkung aber von Freimersheim und wir machen hier einen Ringschluss. Da in den letzten Jahren hier im Bereich kontinuierlicher Zuwachs war an neuen Stationen bzw. neuem Bezug von elektrischer Energie und mit der Mittelspannungsleitung, die verlegt wird heute, tun wir zwei Stiche, die von der Hauptleitung, 20 kV Hauptleitung, die hier im Norden durchgeht, verbinden wir zwei Stiche, die von der Hauptleitung weggehen und erzeugen somit einen Ring und erhöhen die Versorgungssicherheit in der Region. Das ist ein System, baut sich auf aus drei einzelnen Kabeln, die werden händisch gebündelt. Wir verlegen die Kabel in offener Bauweise. Die Trasse erstreckt sich hier über 2,5 Kilometer. Offene Bauweise bedeutet, wir machen den Graben auf im Vorfeld, legen die Leitungen rein und machen den Graben im Endeffekt händisch wieder zu. Um schneller voranzukommen, arbeiten wir hier in dem Abschnitt mit zwei Baggern. Ein Bagger macht den Graben auf, Kabel kommen rein. Der zweite Bagger ist dafür zuständig, den Graben wieder zu verfüllen.